Sie ist das neueste Mitglied der Jumbo-Familie. Die 747-8. Sie ist kurz davor abzuheben, als der Pilot hart in die Eisen geht. Quietschend kommt der Gigant zum Stehen. Die Feuerwehr eilt dabei, tut aber erstmal nichts. Dies ist kein Notfall, nur ein Test. Geht die 747-8 in Flammen auf, hat sie versagt. Fast 40 Jahre lang war die Boeing 747 das größte Passagierflugzeug am Himmel. Bis ihr im Jahr 2007 der Airbus A380 den Rang ablief. Aber so leicht gibt sich die Firma Boeing nicht geschlagen. Der neue Jumbo soll all seine Vorgänger in den Schatten stellen. Hier wird er gebaut, in der Boeing-Fabrik, dem größten Gebäude der Welt. Die 747-8 hat den Test bestanden. Nur die Bremsen glühen ein wenig. Wären Passagiere an Bord gewesen, könnten sie nun alle unbeschadet aussteigen. Boeing hofft, dass dies der einzige Startabbruch in der Geschichte des neuen Großraumflugzeuges bleiben wird. Schließlich verbirgt sich in diesem Jumbo die allerneueste Luftfahrttechnologie. Die 747-8 ist das längste Passagierflugzeug der Welt und umweltfreundlicher als alle anderen Jumbos. Gebaut wird sie in der Kleinstadt Everett, nördlich von Seattle, im US-Bundesstaat Washington. Kein anderes Gebäude auf der Erde ist so groß wie das Boeing-Werk. Seine Türen schmücken die größten Wandmalereien der Welt. Im Innern der Fabrik hätte ein kompletter Vergnügungspark Platz, inklusive Parkplätze. Wer einen Blick hineinwerfen will, muss zunächst an den Sicherheitskräften vorbei. Sicherheit in der Luft beginnt schließlich schon am Boden. Huey kann 17.000 Sprengstoffgerüche und andere gefährliche Materialien erschnüffeln. Ich trage immer meinen Boeing-Ausweis bei mir, so wie alle Angestellten. Sogar Huey hat seinen eigenen Mitarbeiterausweis. Boeing-Badge, 30.000 Angestellte arbeiten im Boeing-Werk von Everett. Dies ist nicht nur eine Fabrik, es ist eigentlich eine kleine Stadt. Mit eigener Feuerwehr. Und 7 Coffeeshops. Alrighty, it's gonna be 207, please. Auf Trikes und Fahrrädern radeln die Angestellten von einem Arbeitsplatz zum nächsten. Wer neu ist, lernt am besten erstmal den Lageplan auswendig. Unglaublich, wie groß hier alles ist. Am Anfang war alles ziemlich stressig. Ich wusste nicht genau, was zu tun ist oder wo ich hin musste. Ich arbeite seit mehr als 23 Jahren hier und verlaufe mich trotzdem noch ab und zu. Elf Stockwerke ist die riesige Fabrik hoch. Manche Angestellte behaupten, dass unter der Decke manchmal sogar Wolken hängen. Überall stehen und liegen Flugzeugteile herum. Doch hinter dem Chaos steckt Methode. Jeder Flugzeugtyp hat seinen eigenen Bereich. Dieser hier ist für das berühmteste Boeing-Modell reserviert, die 747. Die Boeing 747 war das erste Flugzeug, das in Everett gebaut wurde.
Der Original-Jumbo. 40 Jahre lang Herrscher am Himmel. Kein anderes Passagierflugzeug war größer oder konnte mehr Fluggäste befördern. Bis im Jahr 2007 der A380 in den Himmel stieg. 550 Passagiere haben in dem Doppeldecker Platz. Damit hat sich Airbus den Spitzenplatz am Markt für Großflugzeuge gesichert. Die Luftfahrtindustrie ist im Aufschwung. Immer mehr Leute wollen fliegen. Damit steigt auch die Nachfrage nach neuen Flugzeugen. Diese neuen Flugzeuge sollen vor allem eines sein: sparsam. Der A380 wird den Ansprüchen gerecht. Ganz im Gegensatz zur alten Boeing 747. Der Traditions-Jumbo schluckt jede Menge Sprit. Das kostet Geld und belastet die Umwelt. Für Boeing noch lange kein Grund, die 747 aufzugeben. Statt für viel Geld ein neues Flugzeug zu entwerfen, verpassen die Ingenieure dem bewährten Modell eine gründliche Überholung. Leistungsfähiger und grüner soll der Jumbo werden. Die 747-8 kann ein Drittel der Erde umfliegen, ohne zu tanken. Sie fliegt schneller und produziert deutlich weniger Abgase als jedes andere Modell der Serie. Unser 747-8 ist das ideale Großraumflugzeug. Der A380 von Airbus ist zwar größer, aber die 747-8 verbraucht weniger Kerosin pro Sitz. Wenn Airlines sich überlegen, welche neuen Flugzeuge sie anschaffen sollen, spielt der Treibstoffverbrauch eine große Rolle. Doch der A380 ist am Markt bereits etabliert. Boeing muss sich beeilen, wenn es etwas vom Kuchen abbekommen will. Da trifft es sich gut, dass die erforderliche Technologie bereits vorhanden ist. In Form der Boeing 787. Der Dreamliner aus Kohlefaserverbundstoffen steht im Hangar gleich nebenan. Die neue 747 erhält dieselbe innovative Flügelform sowie die sparsamen Triebwerke der 787. Daher der Name. Boeing 747-8. Doch die Flugzeugentwickler greifen auch auf Altbewährtes zurück. Die Erfolgsgeschichte der 747 beginnt in den 60er Jahren. Zu dieser Zeit kommen in der zivilen Luftfahrt immer mehr Düsenflugzeuge zum Einsatz. Langstreckenflüge sind sehr gefragt. Marktführer auf diesem Gebiet ist die US-amerikanische Fluglinie Pan Am. Mit herkömmlichen Flugzeugen kann die Airline die Nachfrage schon bald nicht mehr bedienen. 1965 trifft sich Pan Am-Gründer Juan Tripp mit Boeings Präsident William Allen. Tripps Wunsch? Ein Flugzeug mit 5000 Kilometern Reichweite, in dem 350 Passagiere Platz haben. Boeing-Ingenieur Joe Sutter wird mit der Aufgabe betraut. Er geht als Vater der 747 in die Geschichte ein. Wir mussten eine Maschine mit 350 Sitzen statt wie bisher 100 bauen. Wie sollte das funktionieren? Der erste Einfall war, zwei Flugzeuge übereinander zu stapeln. 40 Jahre vor dem A380 denkt Sutter bereits an einen Doppeldecker. Aber uns wurde klar, dass ein Doppeldecker Probleme im Dutzend schafft. Da schlugen meine Kollegen vor, ein breiteres Flugzeug mit zwei Durchgängen zu bauen. Pan Am-Chef Juan Tripp sichert sich im Voraus 25 Exemplare. 525 Millionen Dollar zahlt die Airline für die neue Flotte. Boeing nimmt die Herausforderung an.
Doch die bestehenden Produktionsräume sind zu klein, um darin ein Flugzeug von diesem Format zu bauen. Darum errichtet Boeing ab 1966 die größte Fabrik der Welt. Noch bevor die Hallen fertig sind, beginnen die Konstrukteure mit dem Bau der 747. Das Team wird die Unglaublichen genannt. Auf ihren Helmen war ein Bild von Paul Bunyan, diesem Holzfäller, der immer mit einer Axt herumrennt. Aber meine Mitarbeiter konnten mit dem ganzen Tara nichts anfangen. Sie wussten, was sie zu tun hatten und machten einfach ihren Job. Das Team vollbringt eine wahrlich unglaubliche Leistung. Innerhalb von 28 Monaten ist die 747 fertig. Am 30. September 1968 rollt der Jumbo zum ersten Mal aus der Fabrik. Ein triumphaler Auftritt. Auch wenn nicht alles so läuft wie geplant. Now the cadence, don't break it yet. The cadence is gonna be 1, 2, 3. Got it? Okay, wait. All right. We're doing it again. 1, 2, 3. We did have a few problems, but natürlich gab es hier und da ein paar Probleme. Als wir mit der Maschine zum ersten Mal abhoben, waren wir sehr erleichtert. Viele fragten uns, ob wir Angst gehabt hätten. Aber darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Wir hatten viel zu tun, es gab alles Mögliche zu bedenken. Und wir waren sehr aufgeregt. Als wir ausstiegen, fielen alle über uns her. Ein toller Moment und ein tolles Flugzeug. Dabei ist die 747 nur als Übergangslösung gedacht. Mitte der 60er träumt die Welt von zivilen Überschallflugzeugen. Man werde höchstens 50 Passagiermodelle der 747 verkaufen, schätzen die Boeing-Chefs. Das Unternehmen tüftelt bereits an einem Überschallverkehrsflugzeug namens 2707. Es soll der europäischen Concorde Konkurrenz machen. Doch die Überschall-Boeing bleibt ein Traum. Das Flugzeug verbraucht zu viel Sprit, um Gewinn abzuwerfen. Das Programm wird eingestellt. Die 747 wird vom Lückenfüller zur Königin der Lüfte. Mehr als 1400 Jumbos hat Boeing seit 1968 gebaut. Zusammen sind sie rund 80 Milliarden Kilometer geflogen. Das sind mehr als 100.000 Reisen zum Mond und wieder zurück. Jede Boeing 747 wird hier in Everett gefertigt. Und zwar von Hand. Roboter haben bei der Montage nichts zu suchen. Okay, I got a little tension. Bei den einzelnen Fertigungsschritten geht es vor allem um den Rhythmus. Wir sprechen von einem bestimmten Beat. Die Arbeiter fahren zur Fertigungsstätte, erledigen ihren Job und radeln dann zum nächsten Flugzeug. Man muss im Rhythmus bleiben. Die Bauteile stellt Boeing nicht selber her. Sie stammen aus der ganzen Welt. Sitze aus Deutschland, Flügelteile aus China und Landeklappen aus Australien kommen in Everett zusammen. Die neue 747-8 besteht aus mehr als 6 Millionen Einzelteilen und alle müssen rechtzeitig da sein. Boeing bestellt nach Bedarf. Durch diese Just-in-Time-Produktion muss das Unternehmen nicht Unmengen an Teilen lagern. Das spart Platz, Zeit und Geld. Aber es ist auch riskant. Ohne gutes Timing läuft nichts.
Es kommt schon mal vor, dass ein Teil zu spät geliefert wird. Aber wir achten darauf, dass das nie eines von denen ist, ohne die wir nicht weiter produzieren können. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Zu den besonders wichtigen Bauteilen gehören auch die 20 Millionen Dollar teuren Triebwerke. Triebwerke sind teuer zu lagern und wir versuchen, die Lagerkosten so niedrig wie möglich zu halten. Darum treffen die Motoren meist erst 1-2 Tage, bevor wir das Flugzeug fertigstellen, bei uns ein. Sie kommen genau dann, wenn wir sie brauchen. Ein Flugzeugmotor fällt sofort ins Auge. Doch viele der 6 Millionen Teile sind sehr klein. Wie behalten die Mitarbeiter da den Überblick? Was darf sein? Wie geht's? Gut. Ich brauche einen Ölmessstab und einen Kanonenbohrer. Jedes Teil trägt eine elektronische Signatur. So wissen die Angestellten immer, wo alles ist. Hier. Super, das ist alles. Danke. Der Bau der 747-8 beginnt bei zwei wesentlichen Flugzeugkomponenten, den Tragflächen. Sie nehmen ein Viertel des gesamten Montageplatzes ein. Es sind die größten Flugzeugflügel, die Boeing je gebaut hat. Jeder ist so groß, dass 4 Einfamilienhäuser darauf Platz hätten. Die innovative Form der Tragflächen macht den neuen Jumbo besonders energieeffizient. Die Form der alten 747-Tragflächen stammt noch aus den 60ern. Die neuen Tragflächen, die wir auch bei der 787 verwenden, sind aerodynamisch überarbeitet. Dadurch gleitet das Flugzeug besser und verbraucht weniger Treibstoff. Am Anfang der Montage liegen die Flügel auf der Seite. Das Skelett besteht aus 3 langen Holmen, die durch 55 Rippen miteinander verbunden sind. Die Flügel müssen stabil sein. Im Flug tragen sie das gesamte Gewicht des Flugzeuges und müssen heftige Turbulenzen aushalten. An jeder Tragfläche hängt außerdem ein Treibstofftank, gefüllt mit bis zu 58 Tonnen Kerosin. Die Aluminiumschale der Flügel ist mit tausenden Verbindungselementen am Rumpf des Flugzeuges befestigt. Fehler können Leben kosten. Darum wird jedes Verbindungselement einzeln überprüft. Ich befestige gerade diese Querstrebe am Holm. Das mache ich mit dem Abschaltschrauber hier. Wenn wir fertig sind, prüfen wir nochmal, ob auch alle Muttern festgezogen sind. So langsam nehmen die Flügel Form an. Bald werden sie ein 440 Tonnen schweres Flugzeug sicher durch die Luft tragen. Das funktioniert so. Die Luft strömt an der Oberseite der Flügel schneller vorbei als an der Unterseite. Dadurch entsteht unten ein höherer Druck als oben. Das nennt man Auftrieb. Wann immer ein Flugzeug fliegt, strömt Luft um die Tragflächen herum. Dabei entsteht ein nach oben gerichteter Druck. Doch es gibt ein kleines Problem. Wenn sich die beiden Luftströmungen an den Flügelenden treffen, fließt Luft von unten nach oben. Dabei entstehen die sogenannten Randwirbel. Diese Wirbel drücken von oben auf die Tragflächen. Dadurch verliert das Flugzeug an Auftrieb. Die Lösung sind nach oben gebogene Flügelenden. Sie sorgen dafür, dass sich die Randverwirbelungen nur an den Flügelspitzen bilden. Doch das neue Design hat nicht nur Vorteile. Bei einigen Testflügen beginnen die Flügel zu vibrieren. Ein Phänomen, das Flutter genannt wird. Die Höhenschwankungen betragen bis zu 5 cm.
Wir haben Testflüge unter extremen Bedingungen gemacht. Wir sind in maximaler Höhe und mit maximaler Geschwindigkeit geflogen. Wenn wir schnell unterwegs waren mit einer bestimmten Menge Nutzlast und Treibstoff, fingen die Tragflächen leicht an zu vibrieren. In Extremfällen könnten dabei die Flügel abreißen. Wenn Boeing seine neuen Jumbo-Modelle pünktlich ausliefern will, müssen die Ingenieure schnell eine Lösung finden. Das gesamte Projekt steht auf dem Spiel. Nicht zum ersten Mal in der Firmengeschichte. Auch bei dem Urmodell machten die Tragflächen Probleme. Windtunneltests zeigten, dass der Druck sich nicht gleichmäßig verteilte. Die Ingenieure fürchteten schon, sie müssten ganz neue Flügel bauen. Doch Joe Sutter hatte die zündende Idee. Wir haben den äußeren Teil der Tragflächen einfach ein bisschen nach unten gebogen. Einen Versuch war es wert. Wir schoben das Flugzeug noch einmal in den Windtunnel und siehe da, das Problem war gelöst. Dank der kleinen Änderung verteilte sich der Druck auf den Tragflächen nun gleichmäßig. Die Neuerung erhielt den Namen Sutter Twist. Ohne den rettenden Einfall des Chefingenieurs hätte das Team der Unglaublichen es nie geschafft, die Boeing pünktlich fertigzustellen. Bei der 747-8 gehen die Ingenieure einen anderen Weg. Im 21. Jahrhundert werden Probleme mit Hilfe von Computertechnologie gelöst. Das Zauberwort heißt Fly-by-Wire. Eine hochmoderne Form der Steuerung. Die klassische Steuerung funktioniert mechanisch. Wenn der Pilot den Steuerhebel bedient, bewegt er ein Stahlseil, das mit der Steuerfläche des Flugzeugs verbunden ist. Bei Fly-by-Wire übernehmen Computer die Aufgabe des Seils. Von den Bedienelementen geht ein elektronisches Signal aus, das über ein Kabel zu den Steuerflächen gelangt. Dadurch kann der Bordcomputer einen viel größeren Teil des Fliegens übernehmen. Mithilfe des Fly-by-Wire-Systems können die Piloten die Steuerflächen der Flügel minimal verändern und so die Vibration abstellen. Eine einfache Lösung. Joe Sutter hätte es nicht besser machen können. Ich bin stolz, an einem Produkt mitzuarbeiten, das Joe Sutter und sein Team schon entwickelt, gebaut und getestet haben, als ich noch nicht mal im Kindergarten war. Dem Team der Unglaublichen verdankt die 747 auch ihre einzigartige Form mit dem charakteristischen Buckel. In der Passagiervariante des Flugzeugs ist dort die erste Klasse untergebracht. Doch die 747 gibt es auch als Frachter. Bei dem erweist sich der Buckel als besonders nützlich. Ob 350 Passagiere oder eine große Menge Fracht, die Anforderungen sind ähnlich. So konnten wir ein Flugzeug bauen, das beiden Ansprüchen gerecht wird. Die große Frage ist, wie kommt die Fracht in den Frachter? Wir hatten verschiedene Lösungsansätze. Einer davon war eine aufklappbare Flugzeugnase oder etwas Ähnliches. Eine elegante Idee. Doch wenn der Bug sich vorne öffnen soll, muss das Cockpit weiter nach oben rücken. Damit ist der berühmte Buckel geboren. Pan Am-Chef Juan Trip ist sofort begeistert. Er drehte sich um und sagte, wofür ist das hier? Daraufhin sagte sein Chefingenieur, es würde sich gut als Ruheraum für die Crew eignen. Juan Trip schaute ihn an und sagte, nein, das ist für die Passagiere. So entstand das zweite Fluggastdeck. Beim Passagiermodell der 747-8 ist der Buckel so lang wie eine ganze Boeing 737. Zurück in der Fabrik. Hier arbeiten die Konstrukteure gerade am Flugzeugrumpf. Er wird in drei Abschnitten gefertigt. Heck, Mittelteil und Bug mit Buckel.
Stück für Stück wird jeder Abschnitt zusammengesetzt. Damit bei der Montage nichts kaputt geht, sind alle Oberflächen mit einem grünen Vinyllack bestrichen. Nur die Nase ist aus einem Stück. Damit sie besser daran arbeiten können, stellen die Monteure den unteren Rumpfteil zunächst auf den Kopf. Dann wird er umgedreht und mit dem oberen Teil verbunden. Zusammen wiegen die beiden Teile so viel, dass nur ein 30-Tonnen-Kran sie bewegen kann. Insgesamt hängen 26 Kräne an dem 50 Kilometer langen Schienensystem. Sie tragen die Flugzeugteile von einem Ort zum nächsten. Wir sagen den Piloten immer, hey, wir sind zuerst mit der Maschine geflogen. Wir nehmen die Sachen mit dem Kran auf und steuern sie dahin, wo sie hin sollen. Da lassen wir sie dann runter und die Leute können daran arbeiten. Ein paar meiner Kollegen haben Höhenangst, aber das ist nicht gerade praktisch. Bevor die Rumpfteile zusammengefügt werden, prüfen die Arbeiter, ob auch alles an seinem Platz ist. Lose Schrauben könnten in ein Triebwerk oder einen Treibstofftank rollen, mit schlimmen Folgen. Jeder einzelne Niet oder jede Schraube könnte einen Unfall verursachen. Ich habe da mal so einen Spruch gehört. Quantität ist etwas, das man zählt. Qualität ist etwas, worauf man zählt. Darum wird die Qualität auch permanent überprüft. Ich checke noch das Gerüst dieser Flugzeugnase durch. Einer der Mechaniker hat es gerade zusammengebaut. Wir gehören zur Abteilung Qualitätskontrolle. Sobald ein Teil fertig ist, wird es uns zur Kontrolle übergeben. Hier sieht gerade alles gut aus. Die Boeing-Mitarbeiter, besonders in diesem Programm, aber eigentlich überall, sind sehr stolz auf das, woran sie arbeiten. Mittlerweile ist es 2 Uhr nachts. Geschlafen wird trotzdem nicht. Im Gegenteil. Eine komplizierte Operation steht an. Flügel und Flugzeugrumpf der 747-8 sind fertig. Doch noch ist die zukünftige Form des Jumbos nicht zu erkennen. Erst muss alles zusammengebaut werden. Weil dieser Arbeitsschritt höchste Präzision erfordert, wurde er in die Nacht verlegt. Je weniger Menschen durch die Hallen wuseln, desto größer ist die Chance, dass alles glatt geht. Es ist ein Tanz auf dünnem Eis. Die Flugzeugteile sind Millionen von Dollar wert. Bei der Mannschaft am Boden ist volle Konzentration gefragt. Der vordere Rumpfteil wird heruntergelassen, damit der Mittelteil andocken kann. Der Bug muss genau richtig in dem Gerüst sitzen. Das ist Millimeterarbeit. Die Flügel sind nun am Mittelteil befestigt. Sie nehmen fast die gesamte Breite der Werkshalle ein. Damit sie nirgendwo anstoßen, werden sie von 2 gleich schnellen Schleppfahrzeugen gezogen. Der Abstand zwischen Flügelspitze und Fabrikwand beträgt gerade mal 5 cm. Als nächstes ist das Heck dran. Die 747-8 nimmt Gestalt an. Sie ist 76 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 68 Metern. Das Werk tausender fleißiger Hände. So eine große Arbeiterschar zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Aber Boeing hat mehr als 40 Jahre Erfahrung. Während der Anfangsjahre stand Boeing schon einmal kurz vor der Pleite. Viele Mitarbeiter verloren ihren Job. Die Entwicklung geriet ins Stocken.
Darum war das 747-Programm eine besonders große Herausforderung. Wir haben uns sehr angestrengt, alle Pläne pünktlich fertig zu bekommen. Damals waren wir 4.500 Ingenieure. Die Unternehmensleitung wollte Kosten einsparen und einen großen Teil entlassen, obwohl wir eigentlich noch 800 Ingenieure mehr gebraucht hätten. Ich dachte, vielleicht kostet mich das meinen Job, aber ich werde Ihnen sagen, wie ich darüber denke. Das war das Beste, was ich tun konnte. Wenn wir Ingenieure entlassen hätten, wäre das ganze Programm vielleicht gescheitert. Auch das aktuelle Programm hat schon mehr als einmal gewackelt. 2008 streiken die Boeing-Mechaniker zwei Monate lang und bringen damit die Zeitplanung durcheinander. Jeder verlorene Tag kostet Boeing 100 Millionen Dollar. Das Unternehmen muss die Auslieferung um 2 Jahre verschieben. Ein herber Schlag. Manche Kunden ziehen ihre Aufträge zurück. Dieses Flugzeug ist davon nicht betroffen. Ihm fehlt allerdings noch der Antrieb. Er kommt in Form von 4 hochmodernen Motoren. Die alten 747-Triebwerke verbrauchten 12.000 Liter Kerosin pro Stunde. Eine teure und umweltschädliche Angelegenheit. Wenn die 747-8 ein Erfolg werden soll, müssen die neuen Modelle wesentlich genügsamer ausfallen. Die neuen Triebwerke stammen von General Electric. Es sind die effizientesten, die die Firma je gebaut hat. Doch die tollen Turbinen sind nicht gerade billig. 20 Millionen Dollar blättert Boeing pro Triebwerk hin. Damit sind sie die teuersten Teile des gesamten Flugzeugs. Aber sie sind jeden Cent wert. Schaufeln und Schale bestehen aus leichten Verbundstoffen. Das spart pro Triebwerk 180 Kilo. Mal 4 genommen entspricht das dem Gewicht von 10 Passagieren. Die Turbinen drehen sich langsamer und haben weniger Schaufelblätter als ihre Vorgängermodelle und sind deshalb auch viel leiser. Außerdem bringen sie mehr Leistung bei weniger Treibstoffverbrauch. Wie ist das möglich? Nur 10% der einströmenden Luft landet in der Brennkammer, wo sie zusammen mit dem Treibstoff verbrannt wird. Damit werden die Turbinen angetrieben, die das Gebläse ganz vorne zum Drehen bringen. Genau dieses Gebläse drückt die restlichen 90% Luft nach hinten. Dadurch entsteht Schub. So viel, dass eine vollbeladene 747-8 Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Kilometern pro Stunde erreicht. Solcher neuer Motor alleine erzeugt fast so viel Schubkraft wie die 8 Motoren eines B-52-Bombers zusammen. Zeit, die Turbinen zu befestigen. Noch hängen schwere Zementblöcke an den Flügeln. Ohne sie würde das Flugzeug hinten überkippen. Jedes Triebwerk wiegt 5,5 Tonnen. Das entspricht 1 bis 2 ausgewachsenen Elefantenbullen. Diese Monster an den Flügeln zu befestigen, erfordert Geduld und Geschick. Ich mache einen kleinen Belastungstest. Wenn die Seilwinden falsch ausgerichtet sind, gibt es Probleme. 45. Sind die Räder an der richtigen Stelle? Die Zusammenarbeit im Team klappt reibungslos. Jeder arbeitet an der Position, die ihm am besten gefällt. Null. Null. Okay, dann zieh die Bolzen raus. Die Verständigung klappt gut. So verhindern wir, dass etwas schiefläuft. Sicherheitsgurt ist angelegt.
Ungefähr 30 cm fehlen noch. Wir reiben den vorderen Bolzen mit Schmiermittel ein und ziehen das Ganze 15 cm hoch. Wenn alles glatt läuft, folgen die restlichen 15 cm. Dann stecken wir alle vier Bolzen rein. Wir haben nur einen winzigen Spielraum von einem Hundertstel Millimeter. Hochziehen! Jedes Triebwerk hängt an nur 8 Bolzen. Alle vier sind drin und greifen. Sind wir schon bei der Hälfte? Noch nicht, Axel. Das Drehmoment auf den hinteren Bolzen liegt bei 850 Newtonmeter, bei den vorderen bei 510 Newtonmeter. Die vorderen sind Scherbolzen. Sie haben eine Sollbruchstelle. Wenn ein Triebwerk beschädigt wird, geben sie nach und das Triebwerk wird abgeworfen. Damit verhindern wir, dass es den Flügel oder die Landeklappen beschädigt. Nummer 1. Das erste Triebwerk hängt. 3 folgen noch. Das wird eine lange Nacht. Nach vielen arbeitsreichen Wochen ist es fast geschafft. Aber nur fast. Sämtliche Stromkreise müssen noch überprüft werden. Das Flugzeug verbraucht jede Menge Strom. So viel wie 50 Haushalte. 214 Kilometer Kabel schlängeln sich durch die Maschine. In der sogenannten Electronic Bay läuft alles zusammen. Sie ist das zentrale Nervensystem des Flugzeugs. Die Fly-by-Wire-Technologie ist computergesteuert. Doch das heißt nicht, dass wir der Bordelektronik vollkommen ausgeliefert sind. Im Zweifelsfall kann der Pilot die Kontrolle übernehmen. Und es gibt natürlich jede Menge Backups. Ein hydraulisches System hebt und senkt die Landeklappen. Wenn die Hydraulik aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte, können wir die Klappen immer noch mit Luftdruck bewegen. Und wenn das auch nicht funktioniert, machen wir es einfach elektrisch. Sie sehen, alles ist mehrfach abgesichert. Techniker senden ein Testsignal durch jeden einzelnen Stromkreislauf. Chicken Rigger 10495. On. Okay, Kilo 2. Bravo 24 and Bravo 21. Off. Die Stunde der Wahrheit. Zeit, das Stromkabel einzustöpseln und der Maschine zum ersten Mal Saft zu geben. Ein entscheidender Moment im Fertigungsprozess. Nun, da die Triebwerke befestigt sind, könnte der Vogel bereits abheben. Aber halt, die Einrichtung fehlt noch. Wie die Motoren und die Flügel gleicht auch die Innenausstattung der 747-8 der ihrer kleinen Schwester 787 bis aufs Detail. Moderne Farben, viel Platz und behagliches Licht. Sind die Verantwortlichen zufrieden? Absolut. Wir haben die Designelemente der 787 übernommen. Vor allem die offene Raumaufteilung und das farbige LED-System. Borden, Essen, Schlafen. Für alles gibt es die passende Beleuchtung. Wir können sogar einen Sonnenuntergang herzaubern, wenn wir einen Mai Tai servieren. Jede Airline hat andere Wünsche, was das Aussehen des Jumbos angeht. Selbstverständlich soll er in den Firmenfarben gestrichen sein, außen und innen. Ein Fall für die Farbabteilung. Jede Fluggesellschaft hat andere Vorstellungen. Sie kommen zu uns, sagen, was sie sich vorstellen, und wir mixen es dann zusammen. Es ist wie nach Rezept kochen. Allerdings würde ich diese Farbsuppe nicht essen. Sie vielleicht? Was kommt als nächstes? Ich mache dann jetzt diese Farbe da. Ich gebe Ihnen ein Blau, wie Sie es beschrieben haben.
Wir rühren pro Flugzeug 100, 200 verschiedene Farbtöne an. Man kann nicht einfach in den Laden gehen und einen auswählen. Die Kunden haben sehr genaue Vorstellungen. Sie wollen eine Farbe, die zum Firmenimage passt. Man mischt ein paar Gramm hiervon und ein paar Gramm davon, bis die Farbe genau so ist, wie sie es wollen. Es ist Handwerk, aber auch Kunst. Gewöhnlich müssen wir 2-3 Mal nachbessern, bevor wir den richtigen Ton getroffen haben. Das ist der erste Versuch. Man hat eine Formel und daraus wird dann eine Farbe. Wir lassen es vom Computer checken. Sieht ziemlich gut aus. Zunächst wird der grüne Schutzlack abgewaschen. Dann erhält das Flugzeug eine Grundierung. Zum Schluss werden verschiedene Farbschichten aufgetragen. Zu viele Schichten dürfen es allerdings nicht sein. Sonst ist Materialermüdung im Metall nicht mehr zu erkennen. Außerdem bedeutet zusätzliches Gewicht mehr Treibstoffverbrauch. Ein kompletter Anstrich wiegt 500 Kilo. Nach 4 Jahren wird die Farbe erneuert. Dieses Modell hier ist in den Boeing-Firmenfarben lackiert. Bevor er in Dienst geht, muss der Vogel aber noch ein paar anspruchsvolle Tests bestehen. Was die Testpiloten hier mit der Maschine anstellen, wird ein normaler Passagier niemals erleben. Den Boeing-Ingenieuren bleibt das allerdings nicht erspart. Eine wilde Achterbahnfahrt liegt vor ihnen. Alles, was sie mitgenommen haben, müssen die Ingenieure festbinden, vom Lunchpaket bis zum Laptop. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, fliegt rum. Es fliegt hoch und wenn man Pech hat, fällt es einem auf den Kopf. Der Flight Load Survey ist einer der strapaziösesten Tests für die Boeing. Und für die Mägen der Insassen. Fühlt sich an wie in der Achterbahn. Rauf und runter. Was so lustig aussieht, ist ein ernst gemeinter Test. Die Piloten reißen das Flugzeug nach oben und gehen direkt wieder in den Sturzflug. Schwerelosigkeit und Kräfte von 2G wechseln sich ab. Dabei zeigt sich, wie belastbar Rumpf und Flügel sind. Es macht großen Spaß, die ersten paar Minuten. Aber stellen Sie sich mal vor, das stundenlang zu machen. Früher oder später hat jeder genug. Die Ingenieure benutzen wassergefüllte Fässer, um das Gewicht im Flugzeug unterschiedlich zu verteilen. So können sie nachvollziehen, wie sich die Maschine bei verschiedenen Ladungen verhält. Ob der Schwerpunkt weiter vorne liegt oder hinten. Ob wir schwere oder leichte Fracht haben, die Flugeigenschaften müssen immer gleich gut bleiben. Als nächstes versuchen die Testpiloten bei sehr niedriger Geschwindigkeit zu starten. Dabei kratzt das Heck des Flugzeugs über die Startbahn. Wird die 747-8 trotzdem sicher abheben? Es kann sein, dass ein Pilot beim Start versehentlich zu langsam fährt und das Hinterteil vor dem Takeoff den Boden berührt. Wir prüfen, ob das Flugzeug trotzdem noch sicher abhebt. Damit nichts kaputt geht, befestigen wir vorher eine Holzplatte unter dem Heck. Die
Als nächstes steht der Flutter-Test auf dem Programm. In der Luftfahrt bedeutet Flutter Vibration. Der Test stellt das Fly-by-Wire-System auf die Probe. Wir fliegen schnell, viel schneller als die Piloten im alltäglichen Flugverkehr. Dabei versetzen wir das Flugzeug in Schwingung, indem wir hart am Steuerhebel ziehen. Wir prüfen, ob sich das Flugzeug schnell stabilisiert und die Vibration wieder ausgleicht. Dann gehen die Piloten mitten im Flug in die Eisen. Normalerweise trainieren Piloten nur, wie sie einen drohenden Strömungsabriss verhindern können. Es kommt sehr selten vor, dass sie wirklich einen erleben. Für mich ist das Alltag. Allein bei diesem Modell haben wir schon hunderte Strömungsabrisse herbeigeführt. Das ist eigentlich halb so wild. Die Strömung reißt ab, wenn die Nase eines Flugzeuges zu steil nach oben zeigt. Dann verliert das Flugzeug seinen Auftrieb und sackt Richtung Erde. Ich höre dann auf, am Steuerhebel zu ziehen, und er bewegt sich von selbst wieder nach vorne. Manchmal lasse ich die Hände einfach baumeln und tue gar nichts. Das Flugzeug stabilisiert sich dann selbst. Ein Wunder der Technik aus 6 Millionen Einzelteilen. Die 747-8 hat alle Tests mit Bravour gemeistert. Haben Sie Lust auf einen eigenen Jumbo bekommen? Für schlappe 333 Millionen Dollar gehört er Ihnen. Nun muss sich der topmoderne Jumbo nur noch auf dem Markt behaupten. Zukünftigen Piloten der 747-8 kann ich nur sagen, freut euch. Das ist eine wundervolle Maschine. Ich glaube, die 747-8 wird das Flugzeug der kommenden 20 Jahre werden. Es ist soweit. Die größte Fabrik der Welt liefert ihr 3381. Flugzeug aus. Ein bisschen später als geplant. Aber das Warten hat sich gelohnt. Boeings neuester Jumbo ist bereit, die Krone der Lüfte zurückzuerobern.